jetzt. Oh, da kommt einer. Eins, zwei, drei vorbei. Ja, nur drei. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Sind neue Reifen extrem gut in diesen Kurven. Gar keinen Bock, ey. Was ist denn los? Oh, ich brauche mal eine Pause für den Rennsport. Mit dem Safety Car ich auf der sicheren Seite und noch einen Stopp. Alten harten Reifen. Ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich das jetzt hart nehmen soll. Ich noch besser wissen können, wie sich das fährt. Zweimal hart nehmen können. Vielleicht. Heike, guck mal in den Rückspiegel.
Obacht. Hier komme ich. Und 19%. Oh, schon drei Runden mit. Heißt, ich hätte auch noch mal rein müssen, ne? So, 22 und 23 vielleicht auf Soft. In die Box gefahren. Wenn ich jetzt nochmal hart hole, dann fährt er durch. Also ich darf jetzt gar nicht so viel verlieren hier. Mediums kann man scheinbar jetzt auch schon durchfahren fast. Sehr knapp, aber theoretisch bestimmt möglich für so einen computergesteuerten. Keine Reifen verbraucht. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Wo ist er denn? Oh, ja, doch. Pascal ist in der Boxengasse. Ach, ja, schön. Fahren wir alle mit Box, vielleicht antizyklisch. Ja, dann kommen wir auf Fahrt. Weiß, wie weit ist er hinter mir? Ein paar Informationen zu Rosberg. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Oh, ich wusste gar nicht, dass er eins hatte. Ups. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja, zeig doch die Strategie. Mann, Leute. Bei Wald natürlich. Okay, geht in Ordnung. Nur nicht so viel Hawaii können verlieren, jetzt hier ich mal rum, überhaupt so. Ja, 203 Sekunden hat er schon aufgenommen. Scheiße. Kann ich mit Fett fahren, aber ich fahre einfach scheiße. Kann ich noch so fett sein?
schon wieder. Lila, zweiter Sektor. Das ist gut. Oh, eine gute Runde. Was hat denn jetzt hier? Hat der Magnus hier? Schnell weg. Durchfahren, aber ich bin 90%. Die zwei Marken haben wir jetzt wahrscheinlich gewonnen. Wunderschön, die Kurven fahren anscheinend. Fahren wir auch mal schön durch. Oh, die Runde kann okay sein. Nix. Trotzdem ist schon Ende. Och, nochmal 5 Minuten verloren. Aber egal. Vorsprung wahrscheinlich wieder ausgebaut. Runde schon mal, ne? Reifen aus. Oder eine raus.
Ja, sehr. Kann ich hier schneller fahren? Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Was macht er? Oh, Junge. Warte, seid. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 28,3 Sekunden. Grosjean ist wieder vor mir. Weil. Mal 3, 4 Sekunden verlieren in einer Runde vom Box. Das ist herrlich, herrlich. Verdrückt. Das wäre auch lustig. Schalte auf Mager, schalte weg, du merkst es nicht. Dann wunderst du dich, warum fahre ich so langsam? Neue Reifen, die jetzt dreckig sind, schön. Das kann doch nicht sein, das ist halt hinter mir. Hinter mir so. Aus der Sonne.
Sekunden. 4 Sekunden. Also 3. Dann schnellste Runde des Rennens gefahren. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 31,2 Sekunden. Gar nicht ganz so weit weg. Vielleicht haben sie ihm auch gesagt, er soll nur versuchen, wenigstens Punkte zu holen. Diesen Konstrukteurstitel. Aber ich glaube nicht, dass das klappt. Zur falschen Zeit mit dem falschen Abstand von dieser Autos. Hülkenberg. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Sehr schön. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ich dachte, der Abstand zu weit können eigentlich. 15 Sekunden oder sowas vielleicht. Ein paar Informationen zu Ricardo. Er wird wieder schneller. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Er wird ihm nicht mehr helfen. Letzten Rekurven hier. Ne. Du hast das Rennen gewonnen. Großartige Leistung heute. Also wieder ein fantastischer Sieg für Männer. Das Stefan, wir hören, wenn wir live kommentieren würden. Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Ich sehe schon, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine beeindruckende Leistung und letztendlich der verdiente Lohn für den großen Aufwand. Manor Racing holt sich heute den Sieg.
mal wieder. Wow! Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Ein starkes Ergebnis unseres Weltmeisterschaftsführenden. Mit diesem Ergebnis kann er seinen Vorsprung in der Fahrerwertung ausbauen. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Und so sieht es Pascal in der Konstrukteurs-WM. Wow. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. 13 Punkte. Ja, die müssen nur zweimal in die Punkte fahren, haben wir wieder. War trotzdem nicht schlecht. Jetzt haben wir ein paar Punkte. Oh, ich könnte mir noch ein... Oh ja, kann ich mir noch was gönnen. Laptop. F6. Wahrscheinlich Entwicklung. Was nehmen wir denn noch mit hier? Das sieht doch gut aus. Upgrade. Ah, schön.